Reisen, innere und äußere. Eine Lesereihe des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Es moderiert Jan Michaelis. Constanze Petersmann sagt, ich würde veröffentlichte Reiseerlebnisse vortragen. Nach dem Motto von Wilhelm Busch, froh schlägt das Herz im Reisekittel, vorausgesetzt, man hat die Mittel. Constanze Petersmann lebt und arbeitet in Düsseldorf. Ihre Lyrik wurde in mehreren Sprachen übersetzt. Sie hält internationale Lesungen und pflegt Schlösser im Tal der Loire. Eine Reise nicht nur in Gedanken. Im Juni, kurz vor Sommeranfang, als die Sommersternbilder schon auffällig funkelten, wurde ich zu einer Reise in das Loiretal mit seinen Schlössern eingeladen. Dies nahm ich als eine Art Schicksalswink an, denn meine väterlichen Vorfahren kamen aus Frankreich. Die Loire mit niedrigem Wasserstand, starker Strömung und vielen Sandbänken schlängelte sich über 1000 Kilometer als längster Fluss Frankreichs durch das Land, an deren Ufer sich die Könige, die Adligen, zahlreiche Schlösser einrichten ließen. Und tatsächlich offenbarten sich mir hier in labyrinthischer Schönheit viele beeindruckende Prunkbauten mit reicher Innengestaltung, perfekt in die Landschaft eingebunden und in Harmonie mit der Natur. In Erinnerung geblieben ist mir besonders das größte Schloss der Loire, das im 16. Jahrhundert erbaute Schloss Chambord. Es zählt zu den schönsten Bauwerken der Welt und zahlreiche Einflüsse von Leonardo da Vinci sind hier zu finden. Die doppelläufige Treppe zum Beispiel ist eine außergewöhnliche architektonische Erfahrung im Schloss Chambord. Leonardo da Vinci kam auf Einladung des Königs Franz I. nach Frankreich in das Schloss Amboise. Etwa 500 Meter entfernt stellte ihm der Herrscher den Landsitz Clos Lucé zur Verfügung und ernannte ihn zum ersten Maler, Ingenieur und Architekten des Königs. Die Grabstätte Leonardo da Vincis ist in der dortigen Hubertuskapelle zu finden. Franz I. war ein großer Mäzen der Künste der französischen Renaissance. Das von Wasser der Cher umgebene Renaissanceschloss Chenonceau wiederum gefällt den meisten Besuchern, insbesondere wegen der von Diana von Poitiers spektakulär angelegten, damals modernen Gartengestaltung. Katharina von Medici verwies sie aber aus Rivalität des Schlosses. Zu den berühmtesten Loire-Schlössern gehört Schloss Chevenix. Dort fielen mir die reich ausgestatteten Salons auf, ein Gemälde mit Cosima von Medici, das dem berühmten italienischen Meister der Renaissance Tizian zugeschrieben wird, prangte im großen Salon. Mein Besuch endete in dem für mich schönsten und anziehendsten Schloss Assez-les-Rideaux. Inmitten der Touraine im Loiretal, auf einer kleinen Insel im Fluss Indre gelegen. Der das Schloss umgebende Park gewinnt durch ein ungewöhnliches Wechselspiel von Wasser und Licht und lädt zum Spaziergang unter alten Bäumen ein. Assez-les-Rideaux beschreibt Honoré de Balzac in seinen tolldreisten Geschichten als eines der vollendetsten Schlösser der liebreizenden Touraine, denn es schwimmt in der Indre wie eine fürstliche Kokotte.
Den Abschluss der Frankreichreise bildete eine Bootsfahrt auf der Seine entlang der Prachtbauten von Paris. Voll Wehmut dachte ich an den Abschied, berührt von der Geschichte Frankreichs und auch Europas heute, sowie an den Dichter Paul Celan, dessen Leben in der Seine ein Ende fand. Das idyllische schottische Highland und Edinburgh. Schon vor über 200 Jahren reiste die Weltbürgerin und Literatorin Johanna Schopenhauer 3 Jahre kreuz und quer durch Europa, um anschließend über ihre Erinnerungen, Eindrücke und Reiseerlebnisse durch England und Schottland zu schreiben. Auf ihren Spuren plante ich, die Landschaft von Schottland im Vereinigten Königreich selbst zu erleben. Die Reiseroute verlief über Brügge, Seebrügge und von dort weiter mit der Küstenfähre über die Nordsee bis an die Ostküste Englands, um in Hull auszuschiffen. Nach dem ausgiebigen Frühstück fuhr uns der Bus ein Stück durch England. In York wurde Halt gemacht. Von dieser schönen alten Stadt mit historischen Gebäuden, verwinkelten Gässchen und mittelalterlichen Aussehen, in der nicht nur die Wikinger ihre Spuren hinterlassen haben, war ich beeindruckt. Von dem York Münster, der mächtigen gotischen Kathedrale, musizierte ein Marionettenspieler, dessen Marionette eine Großmutter darstellte, die bei jeder Bewegung des Musikanten keck ihren gerüschten weiten Rock vorn hochhob. Britischer Humor. Von York ging es genau 22 Kilometer weiter über Newcastle durch den Northumberland Nationalpark. Mit malerisch verträumten Landschaften, wie auf den Gemälden alter Meister oder in Vergils Hirtendichtung. Unendliche Weiden wechselten ab mit majestätischen Bergen, Flüssen, Feldern, Wildbächen, von Tannen bewaldeten Hügeln, Seen, Wiesen und unzählig verstreuten Schafherden. Danach folgt ein Ausflug in die friedlich anmutende schottische Landschaft zum bekannten Blair Castle, Sitz der Herzöge von Athol, dem Hochlandschloss umgeben von einem klassischen Herkulesgarten. Das Schloss war mit feinstem Mobiliar ausgestattet und barg wertvolle Kunstschätze. Anschließend wurden wir stilgerecht von einem im Schottenrock musizierenden Dudelsackspieler verabschiedet. Das Ende der Reise führte uns zum weltbekannten Loch Ness, ein Muss in Schottland. Um den dunklen See ranken sich viele Legenden und von Versuch tatsächlich, diesen Mythos wissenschaftlich zu enträtseln. Es war erwartungsgemäß sehr eindrucksvoll und krönender Abschluss. Ungewöhnlich an der Reise war für mich, dass wir im Vereinigten Königreich nach insgesamt 6-mal strengen Grenzkontrollen mit geschärften Blicken der Polizei erlebt. Hier gilt das Schengen-Abkommen nicht. Zwischen den 2 Lesungen wollte ich kurz moderieren, dass in Schottland der Schottenrock, die Männer den Schottenrock tragen, die Musikanten, und ich als Kind auch einen Schottenrock hatte und das sehr komisch fand, dass Männer einen Rock trugen. Und als wir uns dann verabschiedeten, als die Musik zu Ende war vor dem Schloss, dann habe ich dem Musikanten zugewinkt und das war dann quasi der Abbau meines Vorurteils. Damit Männer auch einen Rock tragen können, zumindest in Schottland. Karneval di Venezia im Palazzo Albrizzi Capello.
Venedig ist ein Kunstwerk in sich selbst und erregt Bewunderung und Aufmerksamkeit durch seine wertvollen Kunstschätze. Ausstellungen, Konzerte, Filmveranstaltungen und Schauspiele in der ganzen Welt. So auch beim Feiern des Karnevals. In der Februarwoche war ich nicht nur zum Karneval, sondern erneut zur zweisprachigen Lyriklesung in den Palazzo Albrizzi Capello eingeladen. Der venezianische Karneval ist aus einer jahrhundertealten Tradition erwachsen. Seit 1268 gibt es eine Maskenverordnung, die in der Biblioteca Nazionale Marciana Venedig aufbewahrt wird. Maske ist hier alles. Sie hat Priorität. Dahinter lässt sich auf geheimnisvolle Weise die Identität verbergen und darin liegt die eigentliche Attraktion dieser Lagunenstadt. Obwohl sich die Gepflogenheiten im Laufe der Jahre verändert haben, bleibt dieses Thema mit Wurzeln in der Antike traditionell präsent. Einem Toten wurde eine Totenmaske auf das Gesicht gelegt und somit verbindet sich die festliche Stimmung mit einem bitteren Beigeschmack. Übrigens stammt das Wort aus dem arabischen Sprachschatz. Maschara bedeutet sich belustigen, verspotten. Nun, genau 750 Jahre nach der Maskenverordnung, erlebte ich den Karneval live in der Lagunenstadt im Palazzo Albrizzi Capello. Man sagt, in Venedig feiern die Vornehmen in ihren Privatdomizilen. Die Touristen aus aller Welt erobern die Gassen und Plätze dieser Stadt. Wobei die antiken Saturnalien und die höfischen Traditionen mitschwingen. Im Buch Venedig von Nevia Pizzul Capello wird der Historiker Danito Reato zitiert, dass der Karneval wie eine wiedergeborene Phönix aus der eigenen Asche steigt. Im Rheinland weiß man, dass zur Zeit des Kurfürsten Jan Wellem und seiner Gattin Anna Maria Luisa de Medici am Düsseldorfer Hof ebenfalls Maskenbälle nach venezianischem Vorbild gefeiert werden. Durch die wiederholten Einladungen in die Lagunenstadt wurde mein Empfinden tief von dem Genius Loci berührt. Sensibilisiert durfte ich eintauchen in die Erlebniswelt der einladenden Nobil Donna Professor Nevia Pizzul Capello Marassi, Präsidenten der Deutsch-Italienischen Kulturgesellschaft Venedig, die eine hochgebildete, künstlerisch versierte und weltoffene Dame ist. Ihr Stammbaum lässt sich bis zum Jahr 850 zurückverfolgen. Ihre Vorfahren Stefan Capello wurde Inseltribun. Nach Rosenmontag fand meine zweisprachige Lyriklesung im Festsaal des Palazzo Albrizzi Capello statt, in dessen Vorraum historische Dokumente unter dem Titel Der zweite Aufenthalt Goethes in Venezia 1790 zu bewundern waren. Kuratiert vom Germanisten Professor Dr. Stefan Oswald, Universität Parma, Italien. Diese Ausstellung fand statt dank der Unterstützung des Deutschen Studienzentrums Venedig, der Deutsch-Italienischen Kulturgesellschaft Venedig, der Mitglieder des Freundeskreises des Goethe-Nationalmuseums in Weimar und der Eigentümer des Hauses an der Riva Carbon in Venedig, die einer Gedenktafel für Goethe gern zugestimmt haben. Petra Bock sagt,
Auf der Reise zurück zu meinen eigenen slawischen Wurzeln führte mich der Weg nach Serbien. Petra Burg wurde 1954 in Düsseldorf geboren. Seit 1997 schreibt sie Fabeln, Kinderliteratur und Songtexte. Ihre Arbeit wurde in zahlreichen Almanachen veröffentlicht. Sie ist Mitglied des jugoslawisch-deutschen Kulturverein Hilden e.V. und des Verbandes deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller NRW und des Schriftstellervereins Sedmica in Frankfurt am Main. Hören Sie jetzt die Lesung von Petra Burg. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, sagt der Volksmund. Eine Deutsche zu Gast in Serbien. Auf der Reise zurück zu meinen eigenen slawischen Wurzeln führte mich der Weg eines Tages nach Serbien. Ich lernte die Menschen mit ihren strahlenden Augen schnell lieben und es zog bzw. zieht mich immer wieder dorthin. Ich habe die melancholische Sensibilität dieses Volkes gespürt, deren Kultur miterlebt und die Gastfreundschaft genossen. Die Menschen dort sind zum Teil sehr arm. Viele haben durch den 10-jährigen Krieg von 1991 bis 2001 alles verloren. Aber eines haben sie für sich in ihren Herzen bewahrt: das Mitgefühl und das Verständnis für andere. Auch landschaftlich ist es ein sehr reizvolles Land und das Klima gut verträglich. Aber nun möchte ich mal ein paar Episoden von meinen Erlebnissen erzählen. Aus alter Tradition wurde in Serbien aus dem Kaffeesatz gelesen. Ich habe über 40 Jahre lang meine Tasse immer umgedreht und mir anschließend aus dem Kaffeesatz meine Zukunft erzählen lassen. Ehrlich gesagt finde ich diese Tradition sehr schön. Aber so wirklich glaube ich nicht daran. Ja, bis auf. Eines Tages fuhren wir nach Jagodina und besuchten dort eine sehr alte, betagte Dame, die bereits die 90 überschritten hatte. Ihr Name war Tinka. Schwerfällig erhob sich Tinka, um für uns Kaffee zu kochen. Nachdem wir das Getränk genossen hatten, drehte ich in alter Gewohnheit die Tasse wieder um. Nach einer Weile nahm Tinka die Tasse in die Hand und begann zu lesen. Aber dem war nicht genug. Sie nahm meine Hände und fuhr mit den Fingern über meine Handlinien in der Innenhand, betrachtete den Verlauf meiner Adern auf der Handoberfläche. Dann schaute sie mir in die Augen und sagte mir Geschehnisse, die tatsächlich gewesen sind, aber über die ich mit niemandem gesprochen hatte. Nachdenklich fuhren wir nach Hause. Bis heute denke ich immer wieder an diese interessante Begegnung. Ich liebe diese Tradition und wenn es die Zeit erlaubt, kommt eine Freundin mich besuchen und ich koche serbischen Kaffee. Wir drehen die Tassen um, warten und nach einer Weile versuchen wir, die Symbole zu erkennen und zu deuten. Ehrlich gesagt ist uns auch aufgefallen, sind wir zwar die reinsten Glückskinder, denn wir entdecken immer wieder neue Glückssymbole, die uns tolle Nachrichten für die Zukunft voraussagen. Naja gut, vielleicht sehen wir das auch nur so, weil wir uns das wünschen. Meine serbische Freundin hatte sich in Novi Sad in einer Schule zu einer Lesung angemeldet. Sie las nicht nur ihre Literatur, sondern auch meine in der Landessprache. Die Kinder lauschten gespannt und beobachteten mich immer wieder aus den Augenwinkeln. In der Pause dauerte es nicht lange, bis ein 9-jähriger Schüler auf mich zukam. Er stand vor mir und schaute mich prüfend an. Ich fragte, ob er in der Schule schon ein bisschen Deutsch gelernt habe. Er verneinte meine Frage und wollte mit ein paar englischen Brocken wissen, ob er mich einmal anfassen darf. Er habe in seinem ganzen Leben noch nie eine Deutsche angefasst, sagte er. Ich nahm ihn an die Hand und spazierte wortlos mit ihm über den Schulhof. Kurz darauf kam sein Freund angerannt und fragte den Jungen: Willst du die Deutsche mit mir teilen?
Der Junge nickte großzügig und erlaubte ihm, eine zweite Hand zu halten. Und so liefen wir zu dritt schweigend weiter über den Schulhof. Beide Kinder strahlten voller Stolz und für mich war es ein tolles Erlebnis, denn die Kinder hatten so viel Vertrauen zu mir und sie waren richtig glücklich. Aber nicht nur diese zwei Schulkinder hatten großes Vertrauen zu mir. In Miloševo, ein kleines Dorf im Kreis Jagodina, war meine Freundin zu Hause. Schon seit vielen Jahren besuche ich sie dort. Die Dorfbewohner kennen mich, ich kenne sie. Sprachliche Probleme gab es keine. Ich spreche mit allen und alle sprechen mit mir. Ich verstehe sie nicht und sie verstehen mich nicht. Und vielleicht verstehen wir uns deshalb so gut. Gegenüber wohnt eine Mehrgenerationsfamilie unter einem Dach. Die Kinder haben Kinder und eines dieser Kinder ist Anja. Ein süßes kleines Mädchen, ungefähr 3 Jahre alt und in ihren Puppen restlos verliebt. Ich hatte ihr nach meiner Ankunft einen kleinen Koffer gefüllt mit Gebrauchsgegenständen für die Puppenmama und aufgefüllt mit Süßigkeiten mitgebracht. Eines Tages kam Anja mit ihrer Oma Mira zu uns. In der einen Hand hielt sie Oma Mira fest und in der anderen den kleinen Koffer. Oma Mira erzählte uns, dass sie mit Anja Streit hatte und das Kind auf den Streit wie folgt reagiert hat. »Ich gehe«, sagte sie, schnappte sich den kleinen Kinderkoffer mit den Puppensachen und wollte schon durch die Haustür verschwinden. »Ach ja«, rief Oma Mira hinter ihr her, »und wohin willst du gehen?« Darauf erwiderte das Kind, »ich gehe zu Tante Dragica, dort ist die Deutsche und mit ihr fahre ich weg. Das ist jetzt meine neue Oma, auf Serbisch Novo Baba.« »Tja«, sagte Oma Mira, »und deshalb bringe ich Anja zu ihrer neuen Novo Baba.« Ich nahm Anja an die Hand und sagte, »okay, gut, komm, wir gehen.« Aber nun war das Kind nicht mehr ganz so mutig. Geschickt wand sie sich aus dieser für sie sehr perplexen Situation. Ich sagte, »ich habe eine Idee, nun habe ich eine Oma mehr, nämlich meine Oma Mira und die Novo Baba.« Abends, als sie ihrem Opa die Geschichte erzählte, sagte er, »das finde ich gut, dann kann sich Oma jetzt im Sessel ausruhen und die Novo Baba fährt mit dem Opa in den Stall die Kühe melken. Schließlich ist sie jünger als Oma Mira und kann viel besser auf den Traktor klettern.« Das war für das Kind die perfekte Lösung. Übrigens, diese Freundschaft besteht heute noch. Anja ist mittlerweile 10 Jahre alt und ich bin immer noch ihre Novo Baba. Wir schreiben uns Briefe und malen Bilder. Das ist der Weg unserer Verständigung. »Novo Baba, komm schnell, der Opa hat den Traktor rausgeholt.« Mit den Worten kam Anja rufend angerannt. Natürlich auf Serbisch. Ich hatte zwar außer Traktor nichts verstanden, aber ich habe in Serbien gelernt, auch ohne Erklärungen einfach Folge zu leisten. Das war auch bisher immer richtig. Also sprang ich vom Stuhl, schlüpfte schnell in meine Schuhe, nahm ein neues Enkelkind Anja an die Hand und schon rannten wir zu Opa, der den Traktor bereits vor das Tor auf die Straße gefahren hatte. Schnell kletterten wir auf das Fahrzeug. Zuerst Anja und ihr folgten Opa, Oma und meine Wenigkeit. Der Opa fuhr den Traktor durchs Dorf und kurz vor dem Feldweg ließ er das Steuer los. Mit einer einladenden Geste auf den Fahrersitz schaute er mich an und sagte, »bitte«. Ich setzte mich ans Steuer. Aber es war nicht so eine Hightech-Maschine wie bei uns in Deutschland. Es war ein uraltes Fahrzeug, an dem meines Erachtens alles andersrum war. Gut, dachte ich, was soll passieren? Ich habe einen Führerschein und viel Fahrpraxis. Zwar nicht mit so einem Traktor, aber ach, egal. Langsam fuhr ich mit Opas Hilfe an. Aber das doofe Ding fuhr nicht, wie ich erwartet hatte, geradeaus, sondern schnurstracks, schräg rüber auf den Acker. Verzweifelt schaute ich Opa an, in der Hoffnung, dass er eingreift. Aber der schaute einfach weg. Ich dachte, morgen wird bestimmt in der Zeitung stehen, deutsche Traktorfahrerin löschte auf dem Acker in Kreis Jagodina ganze Familie aus.
Boah, Wahnsinn! Mit diesem Gewissen konnte und wollte ich nicht leben. Also drehte ich das Lenkrad entgegengesetzt und siehe da, langsam bewegte sich das Gefährt wieder zurück auf den Weg. Und ich war froh, dass wir alle wieder gesund und munter im Dorf auftauchten. Derweilen suchte mich meine Freundin Dragica in allen Ecken des Hauses und des Gartens. Sie hatte die Einladung zur Traktorfahrt nicht mitbekommen und schien sehr besorgt. Lachend tauchten wir bei ihr auf und erzählten ihr unsere Geschichte. Fast täglich fuhren wir nach Jagodina, um unsere Einkäufe auf dem Markt zu erledigen. Wir machten immer den gleichen Treffpunkt aus und dann ging ich alleine durch die Verkaufsgassen. Unterwegs kaufte ich mir Mekike, das ist frittierter Brotteig mit Puderzucker. Mit Mekike in der Hand schlenderte ich an den Auslagen der Stände und Läden vorbei, betrachtete die Leute und lauschte deren Sprache. Hier und da traf ich bekannte Gesichter, begrüßte sie herzlich und setzte meinen Weg fort. Ich blieb vor einem kleinen Laden stehen und betrachtete die Auslagen. Eine schicke weiße Spitzenbluse stach mir ins Auge. Also betrat ich den Laden und fragte die Verkäuferin, Englisch? Sie schüttelte den Kopf. Nächste Frage, Deutsch? Wieder verneinte sie. Ich fragte mit den Fingern zeigend auf die Bluse, ob ich sie anprobieren darf. Proba? Sie schaute mich verständnislos an. Nun wollte ich wissen, wie teuer die Bluse sei und rieb meinen Daumen zwischen den Zeigefinger. Sie schrieb den Preis auf einen Zettel und mit dem Kopf nickend bestätigte ich den Kauf. Als ich mit der Bluse unterm Arm nach Hause kam, brach die Tochter des Hauses in Entzücken aus. Also schenkte ich ihr dieses Kleidungsstück. Am nächsten Tag suchte ich erneut das Geschäft auf, um mir die gleiche Bluse zu kaufen. Die Verkäuferin kam sofort auf mich zu und rief, warte bitte, bitte warte. Und schon rannte sie weg. Kurz darauf kam sie mit einem circa 8-jährigen Jungen im Schlepptau. Sie forderte das Kind auf, sich zu ihr zu übersetzen. Aber der Junge verstand kein Wort, weder auf Deutsch noch auf Englisch. Ziemlich erbost schimpfte sie mit dem Jungen und ich hörte immer wieder die Worte, Schule, Deutsch, Englisch. Wahrscheinlich hatte sie festgestellt, dass der Junge im sprachlichen Unterricht doch nicht so gut war, wie sie immer geglaubt hatte. Herzlich verabschiedete ich mich von ihr und ging weiter meines Weges. Und jetzt mal etwas zur Sprachverständigung. Fast jeden Tag, soweit es die Zeit zuließ, machte ich mich auf den Weg zum Acker, um meine Lieblingsbäuerin und ihren Mann zu besuchen. Ich freute mich täglich darauf, konnte ich doch immer ein bisschen helfen. Mit der Unterhaltung klappte es aus der Sprachverständigung heraus nicht immer, aber ehrlich gesagt war mir das egal. Am Ende des Ackers, vor dem Fluss Morava, der mir immer das Gefühl gab, ich sei in Afrika und schaue auf den reißenden Nil, wuchsen Pflaumen und die Büsche hingen voll. Ich wusste nicht genau, was Pflaume auf Serbisch heißt, aber dass Slivovitz aus Pflaumen hergestellt wird, war mir sehr wohl bekannt. Deshalb nannte ich das Gestrüpp schlicht und ergreifend Slivovitz. Eines Tages zeigte ich auf die Büsche und sagte der Bäuerin, Slivovitz. Sie nickte und gab mir einen Korb. Ich lief zu den Büschen und pflückte so lange die unreifen Pflaumen, bis der Korb voll war. Mir war bisher nicht bekannt, dass der Schnaps aus unreifen Früchten gebrannt wurde, aber egal. Ich freute mich, dass ich dem Bauern so viel Arbeit abgenommen hatte. Den vollen Korb stellte ich ihr auf den Tisch und machte mich auf den Heimweg. Zur späteren Stunde war ich sehr erstaunt darüber, dass plötzlich der Korb mit den unreifen Früchten bei uns zu Hause stand. Erstaunt fragte ich meine Freundin, was sie denn mit den unreifen Früchten machen will. Sie sagte, ich kann damit nichts anfangen. Du wolltest doch die Pflaumen haben. Ich lachte und erzählte, wie es sich zugetragen hatte. Dann ist wohl das deutsch-serbische Gespräch etwas unmissverständlich gewesen, fügte ich hinzu. Dafür haben sich aber die Schweine im Dorf über diesen Leckerbissen sehr gefreut. Und was sagt uns das? Auch wenn Herzen in Einklang schlagen, kann die Sprache andere Wege gehen.
Eine wunderschöne Geschichte möchte ich euch erzählen, die ich in Serbien erzählt bekommen habe. Dort leben viele Künstler mit den unterschiedlichen Talenten, zum Beispiel Maler, Musiker, Sänger, Tänzer und so weiter. Es ist nicht so wie bei uns in Deutschland, dass unbekannten Künstlern keine Beachtung geschenkt wird. Neben den örtlichen Zeitungsverlagen interessieren sich auch die Fernsehsender und übertragen oft im Frühstücksprogramm die unterschiedlichen Veranstaltungen. Nachdem wir wieder einmal einer Literaturveranstaltung beigewohnt hatten, erzählte mir meine Freundin eine wunderschöne Geschichte, geschrieben von einem Autor aus Jagodina. Eine alte, einsame Eiche stand am Wegesrand in der Nähe eines kleinen Dorfes. Jeden Tag machte sich eine alte, einsame Frau aus dem Dorf schweren Schrittes auf dem Weg zu ihrem Freund, dem Baum. Bei großer Hitze versorgte sie ihn mit Wasser. Dann setzte sie sich zu seinen Wurzeln und erzählte ihm Geschichten aus ihrem Leben. Als sie sich eines Tages wieder auf den Weg machte, fing es an zu gewittern. Aber sie ließ sich nicht beirren, denn sie wollte ihren Freund bei diesem Wetter nicht alleine lassen. Als der Baum sie sah, hob er seine Äste und formte sie zu einem Herz. Nur für sie. Dankbar setzte sie sich zu seinen Wurzeln, schloss die Augen und verstarb. Von dieser Geschichte hörte ein Wanderer und besuchte fortan die alte Eiche, um dieses Naturwunder auch zu erleben. Jahre gingen ins Land und immer, wenn es gewitterte, ging der Wanderer zu dem Baum. Er setzte sich zu seinen Wurzeln, sprach mit ihm und verweilte so viele Stunden. Eines Tages wurden seine Bemühungen belohnt. Als die Eiche den Wanderer sah, formte sie mit ihren Ästen ein wunderschönes Herz. Es war das Herz, das er einst der alten einsamen Dame geschenkt hatte. Überglücklich umarmte der Wanderer die Eiche und flüsterte: Danke. Diese Geschichte zeigt all die Liebe, zu der ein Baum fähig sein kann. Deutsche Dichter und Denker. Die Einladung hatte uns erreicht und ich freute mich schon, sah ich doch im Literaturverein in Jagodina viele Serben, die ich sonst eher nicht traf. Ich mochte diese Menschen sehr und es machte auch ihnen immer wieder Spaß, mich in ihrem Kreis zu begrüßen. Dieses Treffen aber galt dem Todestag eines berühmten serbischen Künstlers. Und so wurde in Gedenken an ihn an diesem Tag Lesungen gehalten. Es kamen viele Autoren und brachten ihre Literatur mit. Zwischen den Lesungen wurden serbische Balladen gesungen und ich fühlte mich rundherum wohl. Zu gerne lauschte ich entspannt der serbischen Sprache, auch wenn ich nicht immer viel verstand. So in Gedanken gesunken, hörte ich plötzlich: Petra? Verwirrt schaute ich auf. War ich wirklich gemeint? Ich schaute meine Freundin an. Sie nickte und ich fragte flüstern: Soll ich hier etwa ein deutsches Gedicht aufsagen? Wieder nickte sie und ich überlegte verzweifelt, welches deutsche Gedicht mir so schnell einfallen könnte. Herr von Rebeck im Havelland, das habe ich in der Schule so geliebt. Lieber nicht. Nach so vielen Jahren war ich einfach nicht mehr textsicher. Plötzlich schoss es mir wie ein Blitz durch den Kopf. Ich schaute in die erwartungsvollen Gesichter und begann: Die Glocke, eine Kurzfassung von Schiller. Loch in Erde, Bronzerin, Glocke fertig, bim, bim, bim. Die Erwartung in den Gesichtern löste sich und alle begannen voller Begeisterung zu applaudieren. Ich eilte mich in meinem Erfolg und freute mich über den Beifall. Am nächsten Tag kam ein Anruf aus Jagodina. Ihr müsst unbedingt die Jagodina Zeitung kaufen. Petra steht drin. Wir kauften die Zeitung und wirklich, mein Name wurde im Rahmen der Veranstaltung genannt. Und die deutsche Petra Bock zitierte Schiller. Dies ist nur ein kleiner Auszug aus meinen Erlebnissen in Serbien. Es gibt noch so viel mehr.
das die Herzen der zuhörenden Menschen öffnen möchte. Gefördert durch das Ministerium Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen über die Gesellschaft für Literatur in Nordrhein-Westfalen, durch die Landeshauptstadt Düsseldorf und die Gewerkschaft Verdi, eine Veranstaltung des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Nordrhein-Westfalen, Gruppe Region Düsseldorf.